Als Stürmer von Alemannia Aachen hat Thorsten Frings hier einst 4 Tore geschossen. Heute der Gegner Rino Capretti und der starke Aufsteiger des SCFR. 2 neue, Mike Behre aus der 2. englischen Liga gekommen. Genauso auf der Bank wie gegenüber Sven Köhler beim Sportclub Ausfell. Letzter Heimsieg, obwohl noch ungeschlagen, der Ferle allerdings lange her. 6.12. gegen Halle. Und Meppen mit dem besseren Start. Die 12. Minute und Tankulic mit dem ersten Ausrufezeichen. Luka Tankulic im Mittelfeld. Der 29-Jährige versucht es erst, den Ball durchzustecken und dann dieser Kracher. Es wäre fast sein 4. Saisontor gewesen. Meppen spielte mit. Ein gutes Spiel in Halbzeit 1. Schikowski in der Startelf und Zlatko Janic. Erik Domaschke im Meppener Tor mit der ersten Prüfung. Die erste Viertelstunde begann flott. Dann wieder die Meppener mit René Guda mit seiner Schnelligkeit. Und Achtung, 40. Minute, Großchance für Christoph Hemmlein. Aber auf dem Posten Robin Brüsicke im Ferler Tor. Ausgeglichenes Spiel, 0:0, mehr Spielanteile für die Ferler. Die besseren Chancen allerdings beim SV Meppen. Das wusste auch Rino Capretti, berühmt und bekannt für seine Halbzeitansprachen. Und sie scheinen ihm zugehört zu haben. Klasse Pass von Mikic auf Schikowski. Zieht mit seiner Schnelligkeit in den Strafraum und Janic! Zlatko Janic, der 34-Jährige, der zweitbeste Drittliga-Torschütze aller Zeiten, steht da, wo ein Stürmer stehen muss. Aber die Spieleröffnung. Genau auf Schikowski der Ball von Mikic und dann genau auf Janic. Keine Gegenwehr der Meppener in der Innenverteidigung. 1:0 die Führung. Anderthalb Minuten später. Meppen gab sich nicht auf. Der Ball kommt in den Strafraum. Der Ball kommt zu Armin und dann zu Guda. Der muss ebenfalls nur den Fuß hinhalten. Ausgleich, 2. Saisontor. René Guda in der 50. Minute. Exakt 1:23 nach dem Ferler Führungstreffer. Keine Chance natürlich im Tor für Robin Brüsicke. Weiter Ferl. Wieder Schikowski. Und dann zwingt er Lars Bühning zu diesem Eigentor. Sofort der Trost von Erik Domaschke für seinen Innenverteidiger. Ein Tor des Willens. 2. Assist am heutigen Tag für Patrick Schikowski. Nach seinem Traumtor gegen Wien Wiesbaden in der Startelf. Ja, und er zwang den Meppener Innenverteidiger zu diesem Eigentor. Und weiter die Ferle. Wieder Schikowski. Unglaubliches Laufpensum. Und die Flanke trifft auf Janic. Kopfball, Saisontor Nummer 11. 61. Minute. Zlatko Janic bedankt sich beim Ferler Matchwinner. Patrick Schikowski, 3 Assists in einem Spiel. Das hat er auch noch nicht geschafft. Und hier nochmal die klasse Flanke. Und einmal mit dem Fuß, einmal mit dem Kopf. Zlatko Janic weiß, wo das Tor steht. Und hier, er, Rino Capretti, hatte Patrick Schikowski die Startelf befördert. Der Matchwinner bei Gary Baumann. Ja, ich glaube, wir gucken jetzt nicht ganz nach oben. Für uns geht es, glaube ich, nur, unseren Fußball weiterzuentwickeln, von Spiel zu Spiel die Siege zu holen. Und so in die Zukunft will ich gar nicht gucken, wenn wir natürlich, wir wollen ja immer gewinnen. Und wenn man dann alle Spiele gewinnt oder viele Punkte holt, dann ist man dann am Ende auch ganz oben. Wir wussten, dass Fell spielstark ist, dass sie gute Spieler vorne haben, dass sie gut den Ball laufen lassen. Und ich glaube, erste Halbzeit haben wir das ganz gut hinbekommen noch. Zweite Halbzeit, ja, es ist dann einfach zu einfach, denn über außen ist 1-1, glaube ich, verloren. Dann eine Flanke, ich glaube, den einen hauen wir uns selber sogar rein. Ja, am Ende des Tages ist es dann einfach ärgerlich. Der SCFR gewinnt verdient mit 3:1, das weiß auch Thorsten Frings. Und Thorsten Frings weiß auch, dass der SV Meppen schnell punkten muss, um nicht weiter und tiefer unten reinzurutschen. Alle Spiele der 3. Liga live, nur bei Magenta Sport.